Genau, ich wollte gerade sagen, du lauf mal bitte noch nicht weg, dich wollte ich noch was fragen. Wir werden jetzt nämlich gleich deine Kollegin Maivi hier oben begrüßen, auch von Ubisoft. Und deswegen würde ich zwischendurch noch mal kurz gerne beim Thema Ubisoft bleiben. Ihr habt jetzt ganz viel auch über Kreatoren und Streaming im Gaming-Bereich gesprochen. Wie handhabt ihr das denn als Firma? Habt ihr da auch Kooperationen? Läuft da schon, also was läuft da bereits? Also früher war es eigentlich immer so das klassische Marketing, auch noch vor der Zeit, vor den Content-Kreatoren, mit denen man zusammengearbeitet hat, klar. Aber das, was sich, glaube ich, am stärksten verändert hat, früher haben wir als Studio unser Spiel gemacht und das war's. Und dann hat Ubisoft die Publishing-Division als Verleger uns natürlich geholfen, das Spiel an Mann zu bringen und Leute zu erreichen. Und was sich aber geändert hat, vor allem massiv durch das ganze Thema Twitch-Streaming und Content-Creation, es ist so einfach wie nie zuvor geworden, die Sachen selber zu machen. Also früher hat es dann eine klassische Marketingkampagne, auch vielleicht mit einem Influencer gegeben. Und mittlerweile haben wir unser eigenes Streaming-Studio. Wir machen die eigenen Inhalte regelmäßig. Wir haben eigene Connections, die wir mit solchen Leuten aufbauen. Und Gelegenheit ist tatsächlich auch so ein bisschen das Wort. Manchmal, wie mit dem Jörg, kommt so eine Idee zusammen, lass doch mal was zusammen machen, wir laden dich ins Studio ein. Und wir haben das Know-how komplett im Studio, um solche Livestreams selber zu produzieren, ohne großen Marketingaufwand, ohne große Studio oder Externe, die wir reinholen. Und das ist eine Dynamik und die ist echt und die ist real. Und ich glaube, das ist dann auch so im Inhalt der größte Unterschied. Früher hat man mal so ein aufwendig produziertes Interview gehabt und jetzt sitzen Entwickler auf der Couch, haben mal schnell einen Livestream, holen sich die Leute ins Wohnzimmer und gucken teilweise auch mehrere tausend Leute zu so einem Livestream zu. Und das ist komplett in-house gemacht, ja, im Entwicklungsteam selbst. Und ich glaube, das ist auch so eine Nahbarkeit, die die Leute heutzutage schätzen und haben wollen. Wir holen jetzt auch jemanden auf die Couch dazu, nämlich Maivi, die ist gerade frisch verkabelt worden und jetzt bereit hier für ihren Kurzvortrag. Denn auch Maivi wird uns ein bisschen was erzählen, konkret zum Bereich Neueinstieg in die Gaming-Branche. Da, genau, begrüße ich ganz herzlich Maivi Tach, ebenfalls von Ubisoft, Public Affairs Specialist. Und du betreust unter anderem die Entrepreneurs, also die Videospiel-Startups und Indies und hilfst Neueinsteigern in der Branche Fuß zu fassen. Davon werden wir gleich noch ein bisschen mehr von ihr hören. Schön, dass du da bist und vielen Dank, Bastian. Gerne. Dankeschön. Das ist Kabel. So. Starten. Da kommt noch nichts. Perfekt. Genau. Ich bin Maivi, meine Pronomen sind sie, ihr und ich bin Public Affairs Specialist bei Ubisoft und werde heute darüber sprechen, wie es denn aussehen kann, dass man einen Start in die Games-Branche schafft. Das ist genauso vielseitig und es gibt genauso viele Wege in die Games-Branche rein, wie es auch Disziplinen in der Branche selber gibt. Das kann sein, dass man Volunteering, also freiwillige Arbeiten auf Branchenevents macht oder dass man beispielsweise ein Praktikum macht, dass man gewisse Disziplinen studiert, dass man vielleicht sogar ein eigenes Studio gründet, was auch der Fokus dieses Kurzvortrags heute sein wird. Ich würde gerne einmal kurz einen Umriss schaffen über den lokalen Support, denn das ist in Deutschland, wie wir auch vorhin schon öfter mal gehört haben, ja nicht einheitlich. Also es ist unterschiedlich pro Bundesland, was auch für EinsteigerInnen oder gerade für Startups bedeutet, die Standortwahl ist extrem wichtig. Denn hier in Rheinland-Pfalz gibt es ja auch, wie bereits erwähnt wurde, durch die Medienförderung Rheinland-Pfalz endlich auch eine Förderung für Games. Die liegt bei knapp einer Viertelmillion Euro. In Berlin, in NRW oder auch in Bayern liegt die bei mehreren Millionen Euro. Das ist natürlich dann auch eine riesige Diskrepanz, die auch zeigt, dass man sich ganz klar auch sehr viel informieren muss. Das heißt, hier in diesem Vortrag wird es auch darum gehen, einfach ein paar Impulse zu setzen, denn die Fördermöglichkeiten sind
neben diesem finanziellen Aspekt, über den wir heute sehr viel geredet haben, sehr vielseitig und es ist sehr einfach, schnell den Überblick zu verlieren. Und deshalb werde ich einige Themen einfach ein bisschen anreißen, ein bisschen erklären, was das genau ist. Und dann kann man ja dann schauen, was für die eigenen Needs oder die eigenen Bedürfnisse besser passt oder gut passen könnte. Wir haben zum Beispiel auch ein Projekt gestartet, das ist der Ubisoft Newcom Award. Den haben wir gegründet, um unser lokales Ökosystem zu unterstützen und somit auch das Wachstum in der Games-Branche zu fördern. Den Newcom Award selber, den gibt es schon seit 2013. Den machen wir gemeinsam mit dem Deutschen Entwicklerpreis und vergeben den an entweder studierende Teams, die kurz davor sind, auszugründen oder auch an Start-ups. Und konnten da jetzt bis heute 13 gewinnende Teams ehren und hatten auch 27 Nominierungen, wobei ich da noch mal betonen möchte, dass sich eine Nominierung auch schon lohnen soll. Sprich, es geht nicht nur darum, dass wir das Gewinnerteam fördern und unterstützen, sondern es soll einfach auch schon helfen, dass man das Projekt einfach vor Augen führen kann, dass da eine Fachjury sitzt, die das Projekt auf Herz und Nieren prüft, die da Feedback gibt und dass das auch bei einer Awardshow, bei einem Event präsentiert wird, dass das vielleicht auch Kollaborationen anregen kann und vor allen Dingen, dass auch Sie dann die Möglichkeit haben, Ihr persönliches Netzwerk auszubauen und auch das eigene Know-how auszutauschen, auch vielleicht untereinander. Letztes Jahr hatten wir tatsächlich schon die 10. Edition des Newcom Award, die wir zelebrieren konnten. Und zu gewinnen gibt es verschiedene Dinge. Also es ist kein monetärer Preis, es geht da eher um ideelle Förderung. Sprich, wir sind das größte Spieleentwicklungsnetzwerk in ganz Deutschland. Und deshalb sehen wir uns da ja auch in der Pflicht, irgendwo auch ins Ökosystem zurückzugeben und dementsprechend den Nachwuchs dort zu fördern. Deshalb bieten wir dem Gewinnerteam Mentoring-Sessions an, die sind dann sehr spezifisch auf ihre Needs angepasst. Also früher war das tatsächlich eher so, dass gefragt wurde nach Gameplay-Mentoring oder Level-Design oder Programming, was wir natürlich auch sehr gut bieten konnten. Das hat sich allerdings gewandelt, was auch repräsentativ dafür ist, dass sich die Branche weiterentwickelt hat. Denn es war vorher immer nur das Projekt im Fokus. Jetzt werden wir aber gefragt, ich würde gerne mehr über Marketing lernen, ich würde gerne mehr über Social Media lernen, was einfach zeigt, dass sich eine gewisse Professionalisierung eingestellt hat, dass direkt schon über die Vermarktung des Produktes nachgedacht wird und nicht nur, okay, ich möchte einfach nur ein total cooles Game machen und ist mir auch egal, ob da jetzt Geld bei rumkommt, Hauptsache ich habe mich da verwirklicht, das ist natürlich auch nicht nachhaltig und dann können sich die Studios auch nicht halten, sondern es ist einfach eine, ja, diese gewünschte Professionalisierung schon, ich sag mal, in einer Entwicklung, noch nicht da, wo sie vielleicht auch sogar sein könnte. Aber das ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass sich das dorthin gehend entwickelt. Darüber hinaus ist halt Visibilität auch einfach sehr, sehr wichtig für kleinere Projekte. Wir als Ubisoft, als Global Player, wir profitieren natürlich auch von unserem Markennamen. Wenn man Ubisoft hört und natürlich auch mit der Games-Branche zu tun hat, dann weiß man schon, ah, okay, die machen Anno, die machen Assassin's Creed oder ähnliches. Das ist natürlich etwas, was kleinere Studios mit ihrem vielleicht ersten Projekt einfach nicht haben. Und deswegen ist es umso wichtiger, wenn man dann halt diese Verbindung schafft und sagen kann, okay, wir helfen euch, dass man euch sehen kann und wir helfen euch, dass euer Projekt besser wird und wir gucken auch, dass wir unser eigenes Netzwerk nutzen und unsere Partnerschaften nutzen, die euch dann auch unter die Arme greifen können. Und das ist zum Beispiel auch der Fall, wenn die Gewinnerteams dann zum Indie Arena Booth auf der Gamescom gehen können. Genau. Und das ist eine der Möglichkeiten, die es gibt, neben, klar, wir haben über die finanzielle Förderung gesprochen, wir haben darüber gesprochen, was Ubisoft macht. Aber wir sind natürlich nicht die Einzigen, die da irgendwie aktiv sind, sondern es gibt eine Vielzahl an wirklich tollen und sehr empfehlenswerten Programmen, die ich gerne einfach mal kurz vorstellen würde. Und zwar ist da zum Beispiel The Rabbit von Coconut Space. Das ist ein Incubator. Da kann man sich aktuell, glaube ich, sogar auch drauf bewerben. Das ist in Berlin-Brandenburg und das ist eigentlich ein Coworking Space, in dem man dann für einen gewissen Zeitraum einzieht, um dann wirklich ganz intensiv am Projekt zu arbeiten und ganz intensiv Austausch mit den anderen Teilnehmenden zu haben. Also da geht es wirklich um
da ist drumherum nichts. Es ist einfach nur ein Haus, wo sich alle für eine gewisse Zeit einschließen und dann das Beste aus den Projekten in sehr kurzer Zeit rausholen. Also eine sehr intensive Phase, je nachdem, wie gesagt, verschiedene Programme, die verschiedenen Bedürfnissen einfach entsprechen. Dann gibt es beispielsweise auch das Startup Game Entrepreneur Programm von der Stiftung Spielekultur. Da werden verschiedene Mentorings gerade im Bereich Geschäftsentwicklung, Geschäftsmodell, Geschäftsplan etc. entwickelt mit den Schützlingen, sag ich mal. Da ist es eher so dieser sogenannte Business Broccoli, also der Teil, den man vielleicht nicht so gerne als Kreativschaffende machen möchte, der aber natürlich für die Vermarktung und auch für die Nachhaltigkeit des Unternehmens einfach essentiell sind. Dann gibt es beispielsweise den European Video Game Accelerator von Spielfabrik. Das ist auch ein interessantes Programm. Da geht es nämlich darum, Spielfabrik macht sehr viel in Richtung Co-Produktion, insbesondere Frankreich und Deutschland. Das heißt, Co-Produktion ist, dass sich mehrere Unternehmen zusammentun und an einem gemeinsamen Projekt arbeiten. Das ist natürlich nicht ohne Risiken, sprich, man muss sich darüber einig werden, wie ist dann die Verteilung, wie sind die Verantwortlichkeiten. Und da ist bei dem Accelerator sind auch sehr viele Experten und Expertinnen dabei, die dann Vorträge halten oder sogar 1:1 Mentoring geben. Dann gibt es auch noch zum Beispiel den Kreativtransfer vom Dachverband Tanz Deutschland. Ich weiß nicht genau, warum das der Dachverband Tanz Deutschland macht, aber ich finde super, dass es das Projekt gibt. Denn da können sich Indie-Studios oder auch Freelancer drauf bewerben, um dann zu relevanten Industrie-Events zu reisen und gewisse Kostenanteile entweder erstattet zu bekommen oder vielleicht kann sogar die komplette Reise finanziert werden, was natürlich super wichtig ist, um das Netzwerk, wie gesagt, auszubauen, um auch Visibilität zu zeigen, um vielleicht das Spiel auszustellen, direktes Feedback von Spielenden zu bekommen und das dann in die weitere Produktion einzuarbeiten. Und da gibt es natürlich auch noch viele mehr. Ich habe jetzt nur ein paar Beispiele rausgesucht, die meiner Meinung nach und meiner Einschätzung nach schon auch sehr erfolgreich sind und auch genutzt werden. Dann auf der anderen Seite gibt es auch noch genau diesen Visibilitätsteil. Wie wird man gesehen? Was macht man da am besten? Und wie kann man da auch connecten? Da gibt es auf der einen Seite natürlich solche Awards wie den Ubisoft Newcomer Award oder auch den Deutschen Computerspielpreis oder generell den Deutschen Entwicklerpreis, dass man halt sich Awards aussucht, auf die man sich bewirbt, weil einfach eine Bewerbung kann sich auch schon lohnen und alleine Nominierung. Wenn man dann zum Beispiel in Gespräche mit Publisher geht. Wir hatten ja auch wieder das Thema Finanzielles und Publisher wollen, ne, es ist ihr Risikokapital. Wenn man dann einfach auch schon zeigen kann, hey, wir hatten eine Fachjury da und die hat unser Spiel gesehen und für gut befunden, das ist natürlich auch einfach eine Verifizierung, eine Art Qualitätssiegel und deshalb absolut empfehlenswert, sich einfach auf Awards zu bewerben. Darüber hinaus gibt es auch Game Jams, das heißt, man kommt einfach für ein Wochenende oder so mit anderen Devs zusammen und entwickelt dann einfach ein Spiel. Das ist wie so eine Mindmap, einfach alle Ideen an die Wand klatschen und dann wird was daraus. Und daraus sind auch so viele Produkte entstanden, die letztendlich doch dann auch vermarktet wurden. Des Weiteren gibt es natürlich auch noch solche Events wie hier oder auch so Talk-Events wie der Indie Outpost oder Talk and Play in Berlin. Also der Indie Outpost, der hat verschiedene Standorte, der war auf jeden Fall auch schon mal in Nürnberg oder so. Genau, also es gibt eine Vielzahl an Fördermöglichkeiten, wenn man den Einstieg schaffen möchte in die Games-Branche, die losgelöst sind von der finanziellen Komponente, aber natürlich diese nicht in irgendeiner Form irrelevant machen, sondern das einfach ergänzend dazu da ist. Und ja, das war's auch schon. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Der Dank gilt natürlich dir für den tollen Einblick in den Newcomer Award. Gerne bleiben wir noch etwas im Thema drin. Warum setzt sich Ubisoft denn so im Bereich Newcomer Award ein? Genau, also wir sind ja wie gesagt das größte Entwicklungsstudio-Netzwerk in Deutschland. Also wir haben Studios in Berlin, in Mainz hier offensichtlich und auch in Düsseldorf. Und damit auch extrem viel Expertise, die sich bei uns sammelt. Natürlich profitieren wir auch von der Bundesförderung, wie auch zum Beispiel mit unserem neuen Anno-Spiel.
Und das bedeutet auch einfach für uns, dass wir eine gewisse Verantwortung tragen, auch etwas in das Ökosystem zurückzugeben. Und gerade bei den Newcomern merkt man, dass der Start einfach schwierig ist, dass das Netzwerk vielleicht noch nicht so ganz da ist, dass vielleicht gewisse Expertisen fehlen, die wir potenziell bieten können. Und genau das ist das, was wir damit machen. Ein paar Tipps vielleicht noch abschließend zu dem Thema im Bereich der Bewerbungen beim Newcomer Award. Worauf sollte man da im Speziellen achten? Wo könnte man noch ein bisschen an der Stellschraube drehen? Ja, also empfehlenswert ist auf jeden Fall, dass man eine spielbare Demo hat. Also die sollte irgendwie repräsentieren, was die Vision des Projektes ist. Wo soll es hingehen? An welchem Stand ist man? Eine klare Gründungsabsicht oder dass man schon gegründet hat, ist natürlich auch einfach ein wichtiger Faktor, dadurch, dass wir natürlich die Nachhaltigkeit fördern wollen. Es gab in der Vergangenheit auch öfter mal Teams, die wir unterstützt haben und dann gab es die einfach nicht mehr. Das ist natürlich dann ein bisschen schade und auch einfach Potenzial, dass wir natürlich dann dort investieren möchten, wo es halt auch fruchten kann. Ich würde auch sagen, dass es nie zu früh ist, sich um Assets zu kümmern. Also sprich, das Logo schon mal vom Game, von dem Unternehmen machen. Eine Key Art, die einfach schon zeigt auf einen Blick, das ist das Spiel, so würde ich es vielleicht verkaufen. Das kann man da immer justieren, aber wenn man das schon mal hat, dann ist es für Pitches und für den Verkauf einfach schon sehr gut. Also wichtige und gute Tipps für Sie und euch im Bereich des Newcomer Awards. Dir, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für die Einblicke. Wie sieht es denn beim Thema E-Sport bei dir aus? Hast du da schon Erfahrungswerte sammeln können, vielleicht sogar selber mal an einem Turnier teilgenommen oder mal vor Ort in einer großen Veranstaltungshalle gewesen? In der Veranstaltungshalle nicht, aber ich habe tatsächlich letztes Jahr bei der Werksliga mitgemacht mit Ubisoft Düsseldorf. Und da haben wir als Team den 3. Platz bei Fall Guys belegt und sogar eine kleine Medaille bekommen. Also das war schon sehr schön. Also wir hatten auch da eine Abschlussveranstaltung und dann saß man da in diesen Reihen mit den ganzen PCs. Also ich war noch nie auf einer LAN-Party oder so, aber das war schon echt eine andere Erfahrung. Ja, E-Sports, ein ganz entscheidendes, ein ganz wichtiges Thema und ein boomendes Milliardengeschäft, deren Umsätze weltweit auf ca. 1,6 Milliarden US-Dollar geschätzt werden bei einem Jahreswachstum von 15,5%. Also ein wirklich auch immenser Wirtschaftsfaktor, der aber nicht allentscheidend ist für das Thema E-Sports. Denn E-Sports ist so viel mehr. Und was das im konkreten Fall bedeutet, bespricht Eva-Maria Felker gleich mit zwei absoluten Profis aus dem Bereich E-Sport und Vereine.